TTIP, CETA und TISA. Die Freien Wähler machen gegen die geplanten Freihandelsabkommen mobil. Mit einer Volksbefragung wollen Hubert Aiwanger und seine Fraktionskollegen die umstrittenen Vertragswerke noch verhindern. Doch dazu müssen zuerst Unterschriften gesammelt werden. Am Dienstag fiel vor dem Bayerischen Landtag der offizielle Startschuss. Wir Freien Wähler machen eine Unterschriftensammlung, um damit zu erreichen, dass die Staatsregierung eine Volksbefragung zu den umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP und CETA einführt. Das heißt, die bayerische Bevölkerung muss gefragt werden, ob sie denn diese Handelsabkommen überhaupt will. Denn die Staatsregierung müsse die Interessen der bayerischen Bevölkerung vertreten. Die Menschen lehnten die geplanten Freihandelsabkommen jedoch mehrheitlich ab. Aus gutem Grund, weiß Aiwanger. Er sieht in den Freihandelsabkommen erhebliche Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern. Wir sehen die Gefahr, dass die Verbraucherschutzthemen in die Bredouille kommen, dass Hormonfleisch, dass genveränderte Lebensmittel auf die deutschen Agrarmärkte kommen, entgegen dem Wunsch des Verbrauchers. Wir sehen die Gefahr, dass die Kommunen ja einem Privatisierungsdruck ausgesetzt werden, bis hin zur Privatisierung der Trinkwasserversorgung. Deshalb müssten die Freihandelsabkommen in ihrer jetzigen Form gestoppt werden. Demokratie, Verbraucherschutz, Kommunen und der Mittelstand dürften nicht gefährdet werden, sind die Freien Wähler überzeugt. Und dabei könne jeder Bürger mithelfen, ganz einfach mit seiner Unterschrift.